Hello, it's me. Wir leben, wir fühlen, es kommen Geschenke. Wir sagen ja und sind so glücklich und so dankbar darüber. Und wir gehen zum Adele-Konzert in München. Hello from the other side. Das gab's noch nie. Und das Universum schenkt uns immer mehr. Wir werden berichten. Wir sind hier in München, in Kempinski, Fünf-Sterne-Hotel. Wir sind eingeladen heute Abend aufs Adele-Konzert. Und das ist eigentlich der krönende Abschluss unserer 14-tägigen Urlaubsreise. Und dann auch noch letzte Woche dieses Geschenk bekommen. Wir gehen zum Adele-Konzert in München. Wir sind so gespannt und neugierig, weil das gab's noch nie, was sie da aufgebaut hat in dieser Stadt. Jetzt geht's gleich los. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to be. Das, was ich erlebt habe, das kann man in Worte fast nicht bringen. Es war ein Ereignis, der so außergewöhnlich war, der mich so gefesselt hat. Diese Frau hat 75.000 Menschen so eine Energie gegeben und das in einer Lockerheit, in einer Authentizität, was ich so in dieser Form nicht erlebt habe. Über 100 Meter Bildschirme. Ein Dorf hat sie bauen lassen. Es war wirklich unfassbar. Ich habe so viel gelernt, nicht nur, dass ich diese Musik genossen habe, weil sie hat gesungen. Oh mein Gott. Ich habe auch gelernt, was es bedeutet, Energie zu halten und diese Drucksituation so souverän zu meistern. Hello from me. Wenn die Adele um die Ecke kommen würde, würde ich erstmal sagen, wie machst du das? Wie kannst du mit so vielen Menschen, mit so einem beeindruckenden Event so cool bleiben und so in deiner Performance und so souverän und diese Stimme, wow, wie machst du das? Und das Beeindruckende ist, eben als sie ihre Geschichte gezeigt hat, als man die Bilder gesehen hat, dachte ich so, oh mein Gott, was für eine Transformation diese Frau gemacht hat. Das ist unglaublich. Und ich weiß natürlich, ich habe auch meine Transformation gemacht, wie ich mich entwickelt habe. Und ich glaube, dieses eine Geheimnis ist, dass wenn ich so eine Adele sehe, ich sehe diese Person und ich denke, wow. Sie ist so toll und ich fühle sie und denke, was ist, wenn ich das auch kann? Wenn sie das schafft, kann ich das auch. Und das ist etwas, was viele nicht machen. Sie sagen, ah, sie ist so weit, ich kann das nie. Nein, du kannst es auch. Was ist das verbindende Element? Und das verbindende Element bei mir und bei der Adele ist, sie hat eine Transformation gemacht, ich habe eine Transformation gemacht. Sie bereichert, inspiriert, ich tue das auch. Was ich gespürt habe, ist, dass immer alles da ist. Also es war ja eine Situation, die war ja außerordentlich. 75.000 Menschen, eine Riesenfläche an Bildschirmen. Also das war sicherlich für sie auch eine außergewöhnliche Situation. Und in dieser Situation so souverän zu sein und diese Energie zu halten, ich glaube, trotz, dass vielleicht auch mal eine Angst da war oder trotz, dass da vielleicht auch eine Unsicherheit war oder trotz, dass Dinge haben nicht alle funktioniert, wie sie es wollte, aber dass sie immer wieder so bei sich war, so präsent war. Und ich glaube, sie war so in ihrem Performen, in ihrem Geben, in ihrem Dienen auch für die Menschen, die da sind, dass sie einfach über alles hinweggehen konnte, dass sie keine Aufmerksamkeit der Unsicherheit gegeben hat oder der Angst, dass irgendwas schief läuft, sondern einfach präsent da war und mit dem Publikum so unglaublich verbunden war. Also das finde ich eine unglaubliche Klasse. Also sie ist für mich jetzt schon mein Coach. Mein Name ist Beate Glöser. Ich bin Bewusstseinstrainerin und Umsetzungsmentorin. Ich helfe dabei, Unternehmerinnen in ihr volles Potenzial und volle Größe zu kommen und vor allem ihre Traumumsätze zu machen und somit auch ihr Traumleben zu leben. Ich danke dir so sehr für dein Like, für deinen Kommentar und für das Weiterleiten. Und ich freue mich natürlich auch, dass du meinen Kanal abonnierst und wir sehen uns im nächsten Video.